Willkommen zur Autobahnverbrauchsfahrt mit dem MG 5. Das Video wird unterstützt von MG Motor Deutschland und MG Autohaus Werner Fiegel in Weißenburg in Bayern. Herzlichen Dank. MG 5 Elektrik mit 61,1 kWh Batterie, hier in der Luxury-Ausstattung, ab 37.312 Euro. 380 km WLTP Reichweite gibt MG an. 1367 Liter maximales Kofferraumvolumen. Stromverbrauch kombiniert in Kilowattstunden auf 100 Kilometer 17,9 nach WLTP. Länge 4600, die Breite 1818 mm, Höhe 1521 bzw. 1543 mm mit Dachträger. Bodenfreiheit 115 mm. Leergewicht 1562 Kilo. Technisches zulässiges maximale Zuladung liegt bei 2017 Kilogramm. Anhängelast ungebremst je 500 Kilogramm. Maximalleistung 115 kW oder 156 PS. Maximales Drehmoment 280 Newtonmeter. Die Batterie NMC, Lithium, Nickel, Manganese, Kobalt. Maximalleistung des Bordladegeräts bei 11 kW. Höchstgeschwindigkeit 185 km/h. Beschleunigung von 0 auf 100 in 7,7 Sekunden. Vehicle to Load, mobile Powerbank bis zu 2200 Watt. So, jetzt fliegen wir einmal um das Fahrzeug rum, schauen uns die Innenaufnahmen an. Benotung gibt's und ihr seid die komplette Fahrt dabei. Und ihr wisst ja, es wird spannend und gut. Das Cockpit gefällt mir gut. Der Materialmix stimmt. Hinterm Lenkrad 7 Zoll und rechts davon 10,25 Zoll. Das Lenkrad ist mir nicht griffig genug. Dafür aber in alle Richtungen verstellbar, das Lenkrad und Brems- und Schonpedal. Start-Stopp-Knopf rechts davon und links die Höhenregulierung des Lichtes. Fronthaube zum Öffnen vorne links ist komplett geschlossen. Und jeweils nur für die Flüssigkeiten, Scheibenwischer und Kühler. Dann haben wir linker Wahlhebel und der rechte Wahlhebel. Links davon der Tempomat. Schöner großer Rückspiegel. Leider kein LED. 3 Drive Mode und jeweils die Rekuperationsstufen. Hier rückwärts, neutral, Fortbewegung und Parken. Zwei Trinkbecherhalter, schöner Stauraum in der Mittelkonsole. Hier leider kein LED und auch nicht höhenverstellbar. Schade. Dafür 12 Volt vorhanden, nicht mehr Standard, sehr gut. Und elektrisch Fensterheber und Außenspiegel, Zentralverriegelung links. Die Sitze sind bequem und elektrisch verstellbar. Auch für sehr große Menschen geeignet. Hier nochmal extra Stauraum, der Blick auf die Beifahrerseite. Handschuhfach vorhanden, Blick links zum Fahrer, hier auch leichter Einstieg, leider nicht elektrisch verstellbar die Sitze und für die Fensterheber
Zum Festhalten nur auf der Beifahrerseite, Fahrerseite fällt. Einstieg 1,85, sehr komfortabel. Hier zwei Trinkbecherhalter nochmal zum Runterklappen. Diverse Anschlüsse und die Ladefläche leider nicht eben. Sehr schade. Eine Kante von rund 10 cm nach unten. Und hier nochmal Servicebereich drunter. Große Heckklappe. Die Reifen 16 Zoll auf 2560 R16. Vorne leider nicht geschlossen, das geht nicht mehr. Kühlergrill muss Lamellen geschlossen werden. Hier CCS-Anschluss jeweils geöffnet und geschlossen. Und der Außenspiegel ist hervorragend, hebt sich ab. Dann hier nochmal Dachreling und auch die Türgriffe nicht versenkbar. Finde ich aber optisch sehr schön. Die Front ist für mich ein Highlight. Wirklich gut lungenes Fahrzeug. Hinten, ja, ist okay. MG-Zeichen sehr groß. Wir beginnen mit 3,0 Bar auf allen vier Rädern eingestellt vorher. Lüftung auf 3, Innenraum 20 Grad, Klima aus, Drive Mode normal, in dem Fall Komfort vom MG5 und Rekuperationsstufe 1. Das haben wir bisher mit allen Fahrzeugen so eingestellt. Beim Wind hatten wir 35 km Westwind, somit auf der ersten Strecke Rückenwind und ich hatte jetzt rund 35% Regen. Also keine optimalen Bedingungen, gefühlt minus 2 Grad, also keine optimalen Temperaturen. Wir haben jetzt hier mit 100% gestartet, ein Schätzwert von 355 Kilometer Komfort, Rekuperationsstufe 1, 4375 Kilometer haben wir bereits mit dem Fahrzeug absolviert. Wir gehen jetzt rein, fahren hier mit Spurhalteassistent ACC, können wir später auch nochmal drauf eingehen, messen erstmal die 130 km/h um 22.16 Uhr. Die brauchen wir für die dB-Messung und er trifft es genau mit 130. Also hier keine Abweichung. Perfekt, wir hatten hier Fahrzeuge schon im Test auf der Autobahn, die zwischen 3 und 5 km abweichend waren. Hier der MG5 trifft es also genau, sehr gut. So, jetzt gehen wir rein in die Messung. Einen Meter über der Mittelkonsole, selbe Telefon, selbe App und wir messen hier den Mittelwert. Am Schluss die Tabelle, können wir gut vergleichen mit anderen Fahrzeugen. So, wir pendeln uns ein im Mittel bei 62,6 haben wir jetzt hier. Wir schauen mal, das normales Gespräch zeigt hier an. Und gleich haben wir die 30 Sekunden erreicht. So, wir sind auf Platz 13 MG5. 30 Sekunden dB-Messung im Mittel, gemessen 1 Meter über der Mittelkonsole. Das Fahrzeug schaffte 62,8 dB nach GPS 130 km/h, ein mittlerer Wert. So, gehen wir weiter in der Verbrauchsfahrt. Wir fahren natürlich nicht immer die Maximalgeschwindigkeit 130 km/h, sondern wir passen das durchaus an, fahren noch langsamer. Wir haben Baustellen auf der Strecke hier bei Regensburg und alle Fahrzeuge fahren die gleiche Strecke. Wir werden wieder knapp über der Hälfte wenden, meistens zwischen 55% und 60%. In dem Fall bin ich sogar etwas früher, ich glaube knapp an die 60 umgedreht, weil wir natürlich Gegenwind hatten dann. Der Westwind, der tut sein Übriges und braucht natürlich dann auch mehr Verbrauch und dementsprechend bin ich dann um die 60 habe ich gewendet nach Regensburg. So, wir gehen mal die Daten durch. Zum einen fahren wir mit dem Spurhalteassistent, da gehen wir im Einzelnen später nochmal drauf ein. Wir haben eine Strecke bereits von rund 40 Kilometer absolviert, in 21 Minuten, 108 km/h im Durchschnitt. Hier schauen wir mal, dass wir zwischen 105 und 110 km/h reinkommen, dann können wir es gut vergleichen mit den anderen Fahrzeugen. Ja, und Durchschnittsverbrauch, auch mal ganz interessant, 24,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie gesagt, wir hatten jetzt erstmal Rückenwind, eigentlich ganz gute Bedingung, ganz klar. Wir hatten Regen, dadurch ist der Rollwiderstand etwas höher, aber wie gesagt, die ersten paar Kilometer sieht man auch vom Verbrauch, war jetzt gar nicht einmal schlecht. Nur mal schauen bei der Rückfahrt und am Schluss wird er dann sowieso abgerechnet. So. Ja, und wir haben jetzt hier 22.43 Uhr, falls nicht mit der Lichtautomatik, sondern normales Abblendlicht. Man könnte durchaus die Lichtautomatik verwenden, würde er dann dementsprechend auch das Licht relativ spät aufmachen. Also er, sobald auf der Gegenfahrbahn Licht erkannt wird, macht er grundsätzlich das nicht auf. Da ist die Lichtempfindlichkeit relativ grob eingestellt, was ich aber ganz gut finde. Es gibt Fahrzeuge, die gehen hier schneller ins Fernlicht. Das macht der MG5 nicht. Also man kann den durchaus nachts auf der Autobahn verwenden. Das hatte ich auch auf der 1000er, habe ich ihn durchaus verwendet. Aber ansonsten Landstraße ist wirklich ein Zugewinn. Da könnt ihr durchaus die Automatik verwenden. Ja, und ich muss dann immer hin und her, weil sobald ich das ACC verändere, geht er in das
in das eine Bild und ich muss dann immer wieder rüber auf die aufgelaufene Menge der Kilometer und der gesamten Anzahl der Anzeigen. Ist ein bisschen umständlicher, würde ich leichter finden, wenn man das vielleicht irgendwie anders lösen könnte. Gerade beim Abfilmen ist es blöd, weil ich halt immer wieder auf die aufgelaufene Menge rüberstellen muss. Ja, Spurhalteassistent. Ich gehe mal kurz auf die ganzen Assistenzsysteme ein. Ihr wisst ja, ich mache das. Wir haben jetzt auch ein bisschen Zeit. Wir fahren ja das Fahrzeug wieder relativ leer. Und ich hatte einen Teil schon beim Ladevideo, habe ich gesagt. Ich werde jetzt mal konkret ein bisschen drauf eingehen. Wir fangen mal an mit Autobahnfahrt. Sind wir jetzt hier. Wir haben Baustelle auch in Regensburg. Auf der 1000er hatte ich es auch. Und in der Baustelle ist er sehr unaufgeregt. Also er führt mich das sauber durch. Wenn ich eine Doppellinie habe, zum Beispiel in der Mitte weiß und rechts und links die neuen Markierungen in Gelb, da habe ich Fahrzeuge, die können das gar nicht. Und der MG5 macht das echt gut. Der führt mich das sicher durch. Ich hatte nie das Gefühl, dass er mir irgendwie nach außen drängt oder so. Oder ein unsicheres Gefühl. Also top in den Baustellen fährt er mit dem ACC sauber durch. Ja, dann haben wir die Schildererkennung. Trifft er ganz genau, also Schild kommt, passt genau. Schilderkennung, Zusatzschild macht er nur mit Punkte unten. Also er zeigt jetzt nicht an, ihr dürft die und die Zeit fahren, sondern er hat dann so 3 oder 4 Punkte im Zusatzschild. Er erkennt aber das Zusatzschild. Das heißt durchaus für euch ganz gut, aha, da ist was, aufpassen, muss ich dementsprechend ab einer gewissen Zeit, vor allem bei München unten bei der 1000er, gibt es Zeiten, da muss man sich halt genau dran halten, dass die Geschwindigkeit dann auch angepasst wird. Jetzt sind wir wieder zurückgefahren. So, ja, also das sind mal die Punkte. Zusatzschild erkennt, der Schilderkennung ist gut. Dann der Spurhalteassistent. Vielleicht nochmal ganz konkret auch drauf eingehen. Er hat wunderbar funktioniert. Ich hatte nicht einen Ausfall. Und was aber trotzdem, das muss ich erwähnen, er versucht manchmal grob, wenn er etwas weit rechts oder links kommt, dann schubst er mich relativ grob wieder in die Mitte. Das geht einfach und es geht auch wesentlich fließender. Und hier muss einfach an der Software noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden, dass er hier einfach etwas sanfter sich in die Mitte zurückdrängt. Aber es war nie der Fall, dass ich irgendwie Probleme hatte oder Unsicherheit, merkte jetzt hier im Spurhalteassistent. Also von mir, von meiner Seite, kann ich da nur einen Daumen hoch geben. Das ist wirklich gut gemacht hier. Und Tempomat neigt ein bisschen eine Abweichung von 1 bis 2 km/h. Das hatte ich vor allem beim Hypermiling durchaus beobachtet. Also hier trifft er nicht ganz genau die eingegebene Geschwindigkeit. Hier läuft er teilweise etwas zurück, 1 bis 2 km/h. Oder er läuft auf 1 bis 2 km/h drüber. Aber ansonsten, wie gesagt, die ganzen Assistenzsysteme, auch zum Vordermann, bremst er sauber ein. Wenn ich dann wieder den Tempomat auf die gegebene Geschwindigkeit nach oben senkt, nach oben stellt, zum Beispiel 120 km/h, dann geht er eben sanft in die Geschwindigkeit wieder nach oben. Ich finde es gut. Es gibt Fahrzeuge, die beschleunigen mir der einfach zu schnell. Und der MG5 macht es schön fließend. Er geht wieder auf die zum Beispiel 120 km/h. Das gefällt mir gut. Es ist ein harmonisches, abgestimmtes System. Also von den Assistenzsystemen bin ich positiv überrascht und es ist richtig gut gemacht. So, wir gehen zurück zur Fahrt. 179 Kilometer bereits absolviert. 1:40 sind wir unterwegs und wir haben einen Durchschnitt von 107 km/h. Ja, beim Verbrauch sind wir etwas höher jetzt. Wie gesagt, jetzt haben wir vollen Gegenwind. Wir haben ja Westwind. Wir haben teilweise auch trockene Strecken und 24,2. Ja, ist jetzt kein schlechter Wert, ist aber auch kein guter Wert. Also ich hatte da schon Fahrzeuge, die drüber waren oder halt dann auch drunter waren. Also der MG5 ist kein super sparsames Fahrzeug. Er hat ja jetzt eine etwas flachere Form vorne. Leider sind unten wieder die Kühler, das seht ihr jetzt auch auf dem Bild, sind geöffnet. Da gibt es mittlerweile Systeme, die das lamellenmäßig schließen. Dadurch ist es vorne wie eine Einheit geschlossen. Der Wind kann dann rechts und links besser weg. Und hier geht die Luft direkt in die Kühler rein. Das brauchen die modernen Fahrzeuge gar nicht mehr heutzutage. Gerade im Winter kann man das durchaus schließen. Hier könnte man viel, viel sparsamer das Fahrzeug machen. Und dementsprechend fällt mir das einfach hier. Lamellenklappen vorne. Und beim MG4, glaube ich, ist es mittlerweile angekommen. Aber hier fällt es mir leider. So, wir kommen langsam rein mit 13%. Wir haben noch einen Schätzwert von 25 Kilometer. Wir bewegen jetzt hier das Fahrzeug wieder mit 130 km/h
Und ich habe dann, glaube ich, noch einmal gewendet und bin dann, ja, ich glaube mit, ich glaube 2 oder 3% an die Ladesäule rangekommen. Man muss es nicht immer übertreiben, zumal ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie weit ich runterfahren kann. Ich hatte ja mit MG durchaus etwas negative Probleme bei den anderen, die mir dann teilweise zu früh schon die Restreichweite weggenommen haben. Hier war ich mutiger und bin dann einfach jetzt weiter runtergefahren. In den anderen Videos gehe ich dann noch weiter runter. Aber jetzt mal fürs Erste, so das erste Video gewesen, bin ich jetzt hier angekommen mit, ich glaube, 3%. Jetzt sind wir gleich durch. So, gleich sind wir durch. Jetzt zeigt er mir keine Schätzwertkilometer mehr an. Drei Fragen von euch habe ich rausgepickt. Der Klaus möchte wissen, bei umgeklappter Rückbank, ob ich drin schlafen kann. Nein, ist nicht möglich. Ist nicht eben und dadurch ganz schwierig zum Schlafen. Also nein, Kinderwagen, Kindersitze, Hundebox passen gut rein. Anhängelast haben wir 500 Kilo und Schützlast 50 Kilo. Ist mir zu wenig im Alltag. Grundsätzlich ist ein Kombi natürlich wunderbar. Man kriegt auch mal lange Sachen rein. Es ist zwar nicht ganz so groß wie andere Fahrzeuge, Kombi, die man eben vom Verbrenner kennt, aber wie gesagt, erste Fahrzeug und die Alltagstauglichkeit ist in meinen Augen durchaus hoch. Ladeplanung hatte ich ja auf der 1000 Kilometer durchaus lange ausprobiert. Vorkonditionieren klappt wunderbar. Auch die angegebenen Kilometer Restreichweite, wie ich dann an der Ladesäule ankomme, die passt sehr, sehr genau. Also das hatte ich viel, viel schlechter. Er plant auch eine Ladesäule vorher ein, wenn es etwas knapp werden würde. Das macht er. Schnittstelle Android habe ich jetzt nicht ausprobiert und stabil. Ich hatte jetzt nie einen Ausfall irgendwie oder irgendein Systemproblem, kann ich jetzt hier definitiv verneinen. Kratzfestigkeit, Verkleidungsteile. Unterhalb habt das relativ weich, gerade an den Türen. Oberhalb ist es reines Kunststoff und Fingernagel drüber geht, das ist richtig hart Plastik. Ansonsten unterhalb jetzt hier für den Ellenbogen schön weich an der Seite. Das gefällt mir gut. Und was es natürlich langfristig aussieht, weiß ich jetzt nicht. Crashtest ist schwierig, gibt es jetzt in Europa noch keinen Test. Der ZS EV hat 5 Sterne und der MG4 hat auch aktuell 5 Sterne. Ich gehe mal davon aus, dass er durchaus an die 5 Sterne kommt. Er ist wohl in anderen Ländern mit 3 Sterne abgeschnitten. Da weiß man aber nicht, inwieweit der Test dann auch für Deutschland oder für Europa einsetzbar ist. Also ich gehe mal davon aus, dass er durchaus 4 Sterne bekommen könnte. Aber es ist, wie gesagt, reine Spekulation, da wir es eben noch nicht getestet haben. Die Fahrstabilität, ich hatte jetzt hier 16 Zoll drauf und dadurch etwas schwammig durchaus. Hat jetzt aber nie bei Extremsituationen, wenn ich jetzt auf der A7 gibt es da so eine steile Rechtskurve, die bin ich mit 130 gefahren. 140 hatte nie das Gefühl, dass er mir da irgendwie irgendwelche Probleme macht. Kältetest habe ich getestet, weil mein Tausender war jetzt hier bei minus 5 Grad teilweise und auch die Ladezeiten, wenn die Vorkonditionierung eingeschaltet ist, gibt es keine Probleme, gibt er dir die volle Geschwindigkeit an der Ladesäule. Die Reichweite bedingt durch Elektroautos sinkt natürlich ganz klar, aber das hat jedes Fahrzeug. Hitzetest, Klimaanlage konnte ich jetzt nicht testen. Ich habe die Klimaanlage durchaus auch mal angemacht, um zu wärmen, hatte ich jetzt keine Probleme. Wie das im Sommer ausschaut, konnte ich natürlich jetzt zeitlich nicht testen. Der Tobi, der Kofferraum ist natürlich nicht mit dem Passat oder Golf Kombi vergleichbar. Da liegt zumindest mein Problem. Aber ich habe ihn auch ins Auge gefasst. Also, ihr seht, wir tun uns da wahnsinnig schwer, weil wir einfach noch keinen Vergleich haben. Natürlich wird irgendwann der Passat herangenommen oder Golf Kombi. Das sind halt so die Klassiker, mit denen er sich vergleichen würde. Die sind aber jetzt nicht elektrisch. Deswegen wäre es eigentlich unfair. Und da muss man einfach mal abwarten, inwieweit jetzt hier die ganze Kombi-Geschichte anläuft. Wir haben jetzt mal einen Anfang mit dem MG5 und somit vergleichsweise halt sehr schwer, dann auch andere Verbrennerfahrzeuge mit ranzunehmen. So, dann haben wir unten den eben Y8358. Ich finde den Kombi durchaus spannend. Bedenken habe ich hinsichtlich der Langzeitqualität. Hier ist es natürlich schwierig, weil wir wissen nicht, wie lang MG hier durchhält. Aber ich meine, wir haben genug Garantie auf die Batterie und das gibt mir natürlich schon eine Sicherheit, wenn ich jetzt das Auto kaufe und ich weiß, ich habe die langfristige Garantie auf die Batterie. Also das hilft mir schon. Wie schaut es aus mit den Werkstätten allgemein? Die sind halt noch relativ dünn. Wir waren jetzt hier in Weißenburg und es gibt in Erlangen einen. Müsst ihr halt mal schauen im Internet. Also es gibt schon vereinzelt verstreut dementsprechend auch MG-Händler, die das Fahrzeug natürlich auch warten können. Der Umgang des Herstellers mit Kunden bei Garantieansprüchen
glaube ich nicht, dass es jetzt hier Probleme gibt. Also kann ich mir jetzt da an dem Punkt nicht vorstellen. Da kann man derzeit keine variable Aussage zu machen. Sehe ich auch so. Natürlich kann man es ein bisschen einschränken. Ich habe jetzt schon ein paar Fahrzeuge getestet und wir haben dann auch durchaus mit einigen Händlern schon Marvel und den ZS hatte ich ja schon einige Tests. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die nicht kompetent waren, die Verkäufer und die Werkstätten, hatte jetzt da nichts Negatives gehört. Bekomme ich in 5 Jahren für das Auto noch Ersatzteile? Davon kannst du ausgehen, das ist garantiert in der Regel 10 Jahre. Also diese 5 Jahre brauchst du keine Bedenken haben. Die Ersatzteile werden dementsprechend auch verfügbar sein. Man guckt in die Glaskugel, wenn man nicht weiß, ob der Hersteller in Deutschland Fuß fasst. Ich sage nur so viel, also wir werden spannende Fahrzeuge bekommen von MG. Es gibt auch andere chinesische Hersteller, aber nicht nur chinesische, es werden auch andere Hersteller kommen, USA. Also der Markt ist absolut in Bewegung und wo die Reise natürlich hingeht, wissen wir alle nicht. Aber ich gehe davon aus, dass der MG durchaus seine Käuferschicht finden wird in Deutschland. Aber er schreibt dann auch hier, momentan sieht es ja wohl ganz gut aus. Gut, ich habe mir jetzt mal 3 Fragen rausgepickt. Ich hoffe, es ist für euch einigermaßen informativ. Wir werden im anderen Video vielleicht noch ein, zwei Fragen erwähnen und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das Ergebnis an. Nun ist es soweit, Endergebnis für den MG5 angekommen, 0,22 bei 3%. Ab 10% zeigt er hier schon 3 gestrichelte Linien, finde ich schade. Ganz rechts im Display, Mittelkonsole, könnt ihr die Restkilometer dann auch anschauen. Bei der Hypermiling habe ich das auch genutzt. Könnt aber für mich auch aufs Hauptdisplay, ist ein Nachteil definitiv. Und hier 3% dann indirekt mit Blindflug fahren, wenn man nicht weiß, dass rechts dementsprechend die Restkilometer sind, finde ich schade. Also hier muss MG definitiv im Hauptdisplay dann auch die Restkilometer auch jetzt hier bei 3% anzeigen. So, wir gehen rein ins Endergebnis. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir sehr schlechtes Wetter gehabt haben, wir hatten also 35er Wind, es war ja durchaus 4 Grad die komplette Fahrt. Also es waren ungemütliche Bedingungen und das muss man dem Fahrzeug auch gutheißen. Das werden wir am Schluss dann auch mit reinnehmen. Endergebnis jetzt hier für den MG5 mit der Netto durchaus 56 Kilowattstunden nur nutzbar. Das habe ich gemessen beim Ladevideo. 61,1 hat er ja brutto, aber ihr könnt ja effektiv nur die 56 nutzen und somit schaffen wir 230,4 Kilometer. Bei den schwierigen Bedingungen gar nicht mal schlecht. 2 Stunden 10 Minuten, das passt. Durchschnittsgeschwindigkeit 105 km/h. Sind wir leicht drunter, hätte ich gern 107, 108 oder 109 stehen. War jetzt nun mal so 105 km/h. Durchschnittsverbrauch 24,1 bei den schweren Bedingungen. Gehen wir mal davon aus, wenn die Bedingungen leichter gewesen wären, hätten wir 2 Kilowattstunden noch abgezogen, dann wären wir bei 22 und dann ist der Verbrauch gar nicht einmal so schlecht. Man muss immer dazu sagen, Kombi ist flacher, da erwarte ich einfach einen geringeren Verbrauch. Leider ist er vorne nicht komplett geschlossen. Andere machen das besser, andere Hersteller und beim MG4 haben sie es ja mittlerweile auch umgesetzt, aber hier beim 5er leider nicht. Sonst wäre die Reichweite durchaus auch noch besser gewesen. Ja, und jetzt wisst ihr, ich benote das Ganze auch relativ streng. Ich versuche dann natürlich durchaus andere Fahrzeuge jetzt mit reinzunehmen, was aber hier echt schwierig ist, weil wir haben aktuell keine Kombi. Man muss aber trotzdem irgendwo ansetzen und ihr wisst ja, ich habe da 3 Kriterien. Wir nehmen rein die Reichweite, den Verbrauch und die Ladeleistung. Und wenn ich mir mal alles anschaue, Ladeleistung war er dann eher befriedigend und ausreichend. Das reicht mir einfach nicht. Rund 80, 90 kW Ladeleistung ist einfach zu wenig im Jahr 2023. Da erwarte ich 100, mindestens 150. Das kann man auch mit 800 Volt Technik. Der MG4 wird ja hier schon annähernd die Ladeleistung reichen. Aber hier mit dem MG5 finde ich ein bisschen schade. Da ist 80, 90 definitiv zu wenig. Beim Verbrauch, wenn wir von guten Bedingungen ausgehen, haben wir nicht. Aber jetzt muss man natürlich auch durchaus mit reinrechnen, könnte mal 1,5 bis 2 Kilowattstunden abziehen. Er hat jetzt rund 24, also 22 wäre bei guten Bedingungen jetzt mit einem 105er Schnitt durchaus drin. Damit ist der Verbrauch noch, finde ich, fast in einem guten Bereich. Bei der Reichweite ist es natürlich schwierig, weil die Straße war nass, wir hatten starken Wind. Das muss man alles mit reinrechnen und deswegen ist die Reichweite für die 56 Kilowattstunden durchaus ja knapp gut beziehungsweise befriedigend. Und somit, wenn ich alles zusammenzähle, komme ich auf eine befriedigende glatte 3. Auch keine 3 plus oder 3 minus. Das muss man mal abwägen, was ich auch gerne mache. Aber in dem Fall ist es wirklich eine glatte 3. Finde ich jetzt für ein Kombi gar nicht einmal schlecht. Auf Anhieb, es gibt jetzt keinen Vergleich. Also wir bleiben bei einer 3 und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Die nächsten Tage Hypermiling und Vollstrom kommt auch noch. Federungskomfort bringen wir euch auch noch auf den Kanal, wenn es euch gefällt. Könnt ihr uns gerne abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.